So, Dele, hallo miteinander. Der StarDustHot33 heißt euch wieder willkommen, aber leider nicht zu einem Let's Play, sondern nur zu einem kurzen Infovideo, wo im Hintergrund halt ein bisschen Gameplay für euch ist. Also, und zwar, es geht um Folgendes. Es gibt zwei Dinge. Erstens, eine Livestream-Ankündigung, aber nicht für diese Woche wie geplant erst von mir, sondern leider erst nächste Woche, weil ich noch ein bisschen das Problem einer Erkältung habe. Ja, richtig, eine Erkältung. Das Problem war halt, das ist auch der Grund gewesen, warum ich so wenig aufgenommen habe in letzter Zeit, weil ich einfach echt irgendwann so erkältet war. Ist ja gar nicht mal mehr so, dass ich jetzt nichts machen könnte, aber... Oh, nein! Aber das Problem ist, durch die Erkältung, ich habe wirklich Probleme mit dem Reden. Jetzt geht's gerade... Aber selbst das könnte ich nicht auf Dauer. Also nur wichtig, nächste Woche Samstag würde ich einen Livestream machen. Und wer interessiert ist, gerne, ihr dürft auch gerne sagen, was ihr gerne sehen würdet. Ich habe zwar etwas geplant, ich habe zwar Dings geplant, der heißt Runes of Magic war zwar geplant, aber das kann man immer ändern. Und deswegen, also wer Interesse hat an einem Livestream und vielleicht sagt, hey, ich hätte vielleicht Bock nochmal Mega Man zu sehen oder sowas, der soll das ruhig sagen, gell? Also ich nehme gerne Vorschläge entgegen und ja, schreibt es einfach hier runter oder sonst was, dann kann man sich das nochmal überlegen oder für weitere Ideen dann später sich überlegen, geht ja alles. Das ist das Erste. So, das sei noch eine kurze Info, ja, bezüglich dieser Erkältung und das Aufnehmen. Wie gesagt, ich nehme gerade wenig auf und ich kann auch gerade nicht viel aufnehmen. Das ist das Dumme. Und während ich hier vermöbelt werde, nur wichtig, ich kann einfach im Moment nicht aufnehmen. Ich denke auch, wenn unter Umständen kommt vor Montag kein neues Video. Ich habe das jetzt hier halt schnell gemacht, so gut ich konnte, dass ich hier halt die wichtigsten Infos raushauen kann. Dass man das, und vor allem, dass ich dieses Mal wenigstens rechtzeitig Bescheid sage, dass ich einen Stream mache und nicht also so ein paar Stunden davor, dass die Hälfte großteils nicht sieht. Gut, da bin ich, wie gesagt, da bin ich ja eh selber ein bisschen schuld, aber das kann passieren. Kann man nicht ändern. Ist ja nichts passiert. Also, ja, ich denke, das war so das Wichtigste. Ach ja, und ich den Livestream vom letzten Mal, ich habe leider eine blöde Sache gemacht und habe aus Versehen, habe ich jetzt, das wurde jetzt in der FLV gespeichert, ja. Und ich muss jetzt erstmal diese FLV erstmal freischalten, das ist, also umkonvertieren. Das ist ein bisschen blöd, weil die Videos recht groß sind. Und ich gerade hier ganz peinlich auseinandergenommen werde, aber wenigstens nicht perfekt. Die kommen noch, aber eben erst, wenn sie konvertiert sind. So, ich denke, das war's schon, oder? Ja. Das war's schon. Und wie gesagt, sobald ich wieder aufnehmen kann, ordentlich aufnehmen kann. Jetzt hört sich so, ich weiß nicht, ob man das an der Stimme hört ein bisschen. Aber gestern war es, also vor allem Vormittag, auch heute Vormittag war das noch besonders schlimm. Aber wie gesagt, also wenn ihr Ideen habt, Vorschläge für Livestreams, sagt das. Wenn ihr was anderes machen wollt, oh, mega viel, nein. Verdammt. Auf jeden Fall, wenn ihr da weitere Ideen, Vorschläge oder irgendwas habt, einfach her damit. Ich freue mich über alles. Und und dann würde ich sagen, das war's dann aber auch schon, weil sonst ziehe ich das hier nur wieder unnötig in die Länge und zock und zock und zock und zock. Und ihr denkt euch am Schluss, oh, wann ist er denn endlich fertig, der Segel? Deswegen machen wir jetzt hier die Endrunde mit Vega und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und dann machen wir hier zu Ende. Ich wollte es erst komplett Let's Playen kurz, aber dann habe ich schon gemerkt, es geht schon wieder nicht. Und ihr seht auch, wie ich mich hier gerade anstelle. Also ich denke, das könnte eine Weile dauern. Ich bin auch kein Südfighter-Profi und das war ich nie, deswegen auf Wiedersehen. Deswegen würde ich sagen, bis dann und hoffentlich bald wieder bei Let's Plays. Bis dann, macht's gut, euer StarDustWarrior33.